Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr auf meinem Kanal gelandet seid. Und zwar, ja, warum freue ich mich so? Warum gibt es Konfettis hier auf meinem Tisch? Und zwar, ja, es gibt eine Verlosung. Ich freue mich, dass ich meine 100 Abonnenten erreicht habe. Dank euch. Dafür danke, dass ihr meinen Kanal schaut, dass euch meine Videos gefallen, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr dabei seid und ich freue mich total, dass ihr, ja, dass ihr interessiert seid an meinen Videos, dass ihr sie schaut und ja, deshalb habe ich mir gedacht, bei den 100 Abonnenten gibt es eine Verlosung und zwar wird die Verlosung gehen vom 26. Mai bis zum 2. Juni. Eine Woche Zeit, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst über 18 sein. Wenn ihr das nicht seid, möchte ich eine Erlaubnis sehen von euren Eltern. Ich werde meinen Facebook-Account, was heißt Account, meine Facebook-Seite drunter lassen, wo ihr mir schreiben könnt. Ich werde meine E-Mail-Adresse da lassen, wo ihr mir schreiben könnt oder auch eine Erlaubnis senden könnt bei Facebook, dass ihr das dürft. Wegen Datenschutz. Ich brauche ja dann, wenn ich den Gewinner ausgelost habe, eure Adresse und ob das die Eltern erlauben. So, ich möchte unter diesem Video hier, möchte ich einen Kommentar haben mit Ich bin dabei plus euer eigenen Kommentar. Das heißt, zum Beispiel schreibt ihr Ich bin dabei, Ausrufezeichen, ich mag deine Videos und bla bla bla, was ihr da gerne so schreiben wollt. Schreibt das drunter und ihr kommt mit in den Auslosungstopf oder Verlosungstopf. So, das möchte ich von euch. So, dann zeige ich euch mal die Gewinne, die ihr bekommen könnt, wenn ihr denn gewinnt bei mir. Und zwar haben wir Platz 3, diesen Basic Block. Ich habe mir alles ausgesucht für die Gewinne, was mir selbst auch gefällt, was ich selbst auch benutzen würde. Doppelseitige Klebeband braucht man ja immer beim Basteln. Washi-Tape, Dekorieren von Karten bis zum Kalender und sonst was. Und Holzknöpfe, neutrale Holzknöpfe, die ihr selber dekorieren könnt, anmalen könnt, einfädeln könnt, umfädeln könnt, wie auch immer. So. Das wäre Platz 3. Dann habe ich Platz 2. Und da habe ich diesen Block ausgesucht. Die Seiten glitzern teils, teils auch nicht, schimmern. Das wäre dann einmal das in Größe A5. Das erste war 15x15. Das ist in A5 Größe. Hier gibt es diesen Stickerbogen dazu, auch Klebeband, dann gibt es diesen Stempelset, den ich sehr schön finde und diesen Bommelband, der kommt dazu. Das wäre Platz 2. So, Platz 1 wäre dieser Vintage-Block. Haben vielleicht schon einige gesehen. Ich finde den sehr schön. Ich selbst habe mir den auch geholt. So sieht er aus. Ich hoffe, man sieht es gut. So, ein paar Seiten sind foliert oder jedes zweite ist foliert. So, das wäre das. Hierzu kommt dieser Stickerbogen. Den fand ich sehr süß, sehr schön. So, dieser Stickerbogen. Dazu gibt es dann diese Blümchen. Diese Brush Pens, die ich selber auch benutze. Ich finde die sehr schön. Die schreiben sehr toll und haben wirklich schöne Farben. Und diese Brad-Schachtel in Gold, Rosé, Gold, Silber und Schwarz. Blume und Herzchen sind hier. Das ist Platz 1. Also Jungs und Mädels, haut in die Tasten, schreibt Kommentare. Ich freue mich auf euch und auf die, die dabei sind. Ich freue mich natürlich auf alle, die mich abonniert haben und die auch gerne meinen Kanal schauen. So,
Danke nochmal an alle, die mich abonniert haben. Und wir sehen uns, wir hören uns demnächst. Ich wünsche euch viel Glück, drücke euch ganz dolle die Daumen für alle, die mitmachen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.